Hallo zusammen. Was machen wir mit den Batterien von unseren Fahrzeugen, wenn sie nicht mehr genug gut sind in den Fahrzeugen, aber sie sind noch viel zu gut zum Rezyklieren? Da haben wir ausgediente Postfahrzeuge. Die tun wir wieder aufbereiten zu Second-Life-Fahrzeugen. Und die Batterien, die wandern in das Power-to-go. Auf der hinteren Seite haben wir 230 Volt 500 Watt, vorne 12 Volt 20 Ampere, 12 Volt 30 Ampere und 24 Volt 15 Ampere oder auch USB-Anschluss. Da kann man zum Beispiel eine Schlagbohrmaschine einstecken oder eine Kaffeemaschine oder Modellflügel-Batterien laden oder was immer, das man normalerweise am normalen Netz einsteckt. Das Ganze haben wir natürlich auch noch eine Nummer grösser. In diesem Anhänger haben wir 7,8 kWh Batterien drin. Man kann es über die Steckdose laden oder über die Solarzellen. Und da kann man schon einiges an Strom wieder rausnehmen. Da sehen wir, wie viel Energie im Anhänger noch drin ist. Neben der Ladung, die in den Batterien gespeichert ist, kann ich in diesem Anhänger natürlich auch noch Ladung transportieren. Da haben wir unseren Hausspeicher. In jedem von diesen Kästen haben wir 5 kWh Energie. Man kann beliebig viel von diesen Kästen parallel schalten. Da sehe ich auf dem Monitor genau, wie viel Energie das von der Solaranlage kommt, wie viel das dann da in den Batteriespeicher reingeht und wie viel das man verbraucht. Den Batteriespeicher, den haben wir bei uns auch zum Verkaufen.